ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu meinem täglichen Heilfasten-Update. Heute ist Tag 6 und mir geht es gut. Beschwerden habe ich jetzt gar keine mehr, nur dass der Magen ab und an ein bisschen knurrt, aber das merke ich schon mittlerweile gar nicht mehr. Also jetzt ist es ein echt erträgliches Fasten geworden. Ihr seht hier wieder eine Menge Cola-Flaschen. Seit dem gestrigen Video habe ich wieder einiges weggetrunken. Die eine Cola-Flasche aus dem gestrigen Video, welche zur Hälfte gefüllt war, die habe ich am gestrigen Abend ausgetrunken. Zusätzlich habe ich mir gestern Abend noch eine weitere Cola-Flasche aufgemacht, welche ich da auch noch an dem Abend ausgetrunken habe. Also damit habe ich gestern mein Kalorienziel wieder verfehlt. Maximal 1000 Kalorien am Tag wollte ich zu mir nehmen. Und gestern habe ich das wieder übertroffen. Bisschen ärgerlich ist es. Aber dafür sieht es heute deutlich besser aus. Heute Vormittag habe ich mir eine Cola-Flasche aufgemacht, die komplett ausgetrunken, und es ist nur bei der einen geblieben. Ich denke mal, heute Abend werde ich wieder eine öffnen und austrinken. Also das ist noch alles im Rahmen. Selbstverständlich habe ich nach wie vor eine Menge Wasser getrunken. Also meine 3 Liter Wasser am Tag, die trinke ich definitiv. Dann kommt noch 2 Tassen Brühe dazu, die ich getrunken habe. Also man kann schon sagen, ich trinke zurzeit am Tag so mindestens 6 Liter. Also 2 bis 3 Liter von den Cola-Flaschen, mindestens 3 Liter Leitungswasser und dann noch 1 Liter Gemüsebrühe. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.